Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3 mit mir, dem Tante, genau bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück in diesem kleinen Weltkrieg mit Hellmann Gorst und werden jetzt hier einen Angriff versuchen, gegen die Oger zu führen. Und das sollten wir angeblich nicht gewinnen. Wir gucken mal. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Ihr hört im Hintergrund schon mal meinen Drucker rattern. Das sollte jetzt aber gleich weg sein. Ja, ihr habt es ja vielleicht auch noch so ein bisschen auf dem Schirm. Meine Idee war ja ursprünglich, dass wir die Gegner von unseren potenziellen Kriegsgegnern angreifen, ne? Was dann aber diesen etwas ärgerlichen Effekt hatte, dass uns unsere potenziellen Kriegsgegner dann trotzdem alle den Krieg erklärt haben. Und ja, das also leider gar nichts gebracht hat. Das wird jetzt ein bisschen dauern, vermute ich, denn wir müssen jetzt erstmal das Gefecht starten. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ja, wir müssen ja gleich nochmal in Position laufen, ne? Was steht denn eigentlich hier noch im Tooltip drin? Rüstungsdurchdringen, körperlos, verursacht, entsetzen, Fechtmeister. Diese Einheit eignet sich am besten, um einzelne Ziele wie Kommandanten oder Helden anzugreifen. So, da kannst du ja direkt mal, kann die Fechtmeisterin gleich mal zeigen, was sie kann. Stufe 1 Fechtmeister ist ja, glaube ich, erst, ne? Auf wann kommt der? Okay, das dauert noch einen kleinen Moment. So. Ach Gott, das dauert ja immer noch 30 Sekunden, bis die kommen. Weil Wahnsinn, ey. Das wäre cool gewesen, wenn das halt geklappt hätte, aber wir haben ja nicht nur unsere Handelsabkommen verloren, sondern halt eben auch direkt diese Kriege dazu bekommen. Und das ist halt einfach nur ein bisschen unschön. Ne? Erstmal hier vergiften. Gifte mal ein bisschen. Ja, und da schicken wir einfach die Zombies in den Nahkampf. Dann schicken wir dich mal in den Nahkampf. Auf dem man sitzt, sieht ganz cool aus. Und plomp. Oh, der heilt sich wieder. Die anderen sind schon weg. Warum ist da noch einer? Was sind das? Auch mal hier nochmal gucken. Was sind das für Zauber? Oder ist das der Durst? Das ist der Durst wahrscheinlich, ne? Der füllt die Trefferpunkte wieder auf, ne? Okay, weg ist auch so, gut. Jetzt können wir uns aufstellen. Wir wollen ja nicht an einer Stelle mit allem rein. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch. Da kann man Truppen hinstellen, oder wie, oder was? Der kämpft angeblich noch gegen irgendwas. Ja, hier, der. Ein Ungerbulle. Naja. Ich
Genau, guck dir das mal an, wie das hier aussieht. Ja, du baust mal hier deine Türmchen da hinten auf. Da wollen wir dann auch gar nicht so, dringend lang. Müssen wir mal gucken. Aber wir können auf jeden Fall, was wir nicht können, ist mit, wie ich ja bereits sagte, mit allen Einheiten an der gleichen Stelle angreifen. So, wir geben mal gerade Gas, bis gleich. So, die ersten Türme greifen wir jetzt mal hier drüben an. Und das sollten wir dann auch auf jeden Fall mit unseren anderen Einheiten tun. Die Skelette schicken wir hier lang. Die Wölfe hinterher. Und dann können wir schon mal so 4 Zombies hier hochschicken. Dann können wir mal irgendwie 4 Zombies hier hochschicken. Mal den mit dazu. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Der ist weg. Dann kannst du jetzt hier runter. Und du kommst hier hin mal. Wir müssen mal gucken. Ne? Charaktermodell ist da oben. Ja. Hier, gib dem doch mal schon mal direkt einen mit. Gehen noch mal einmal hier hoch. So, okay. Obwohl, nee, warte mal noch. Nee. Noch mal weiter. Du da lang. Weil wir können ja, wenn wir diese Sprüche auslösen. Dann können wir ja unsere Heilfähigkeiten auf den anderen Einheiten aktivieren. So, du musst mal da runter. Genau, so. Das ging schon mal down. Du kommst jetzt noch einmal hier hoch. Da oben ist nämlich direkt der nächste Turm, um den wir uns kümmern müssen. Du bist mir hier hin, da. Du greifst die jetzt mal bitte an. Du kümmerst dich mal um die Ogre. Der Seite lang. Ja, du hier zentral. Genau. Ist doch da mal bitte drauf. Kommandanten, hol mal wieder hier rüber. Das muss man jetzt leider ein bisschen aus der Vogelperspektive halt machen. Das wird nicht viel anders gehen. Ne? Das ist ganz, ganz cool. Können wir denn hier... könnten das in den Bereich reincasten, ne? Wenn wir sagen, wir machen das jetzt so. Attackieren. Da einmal rein. Ja, nehmen wir nochmal mit dazu. Schnell hier rüber.
Einmal hier hin. Ich will da gleich einmal eine Anrufung von der Heck zaubern. Jetzt kommt. Ja, das ist das fies, ne? Sehr viele Fernkampftürme. Sehr viele Fernkampftürme. Mal hier raus. Zurück. Nicht angreifen lassen. Nicht angreifen lassen. Er soll es dann wieder... Oh ja, klar, wie schnell er das einnimmt. Ne? Okay. Ach man, das ist doch doof. Nee, das war eigentlich gar nicht. Warum hast du pausiert? Ach so, weil wir da... Warte mal, ich war da drin. So, das ist jetzt ein bisschen dämliche Micro. Ich muss mich jetzt hier versuchen, den Typen da rauszuholen. Dahin. Dahin. Er baut halt so. Er hat halt so viele Türme, ne? Diese Türme sind halt einfach so gefährlich. Die Türme machen so viel Damage. Auch gerade an Charaktermodellen. With haste. Dann haste mal ein bisschen hier, Junge. Okay, es sieht so aus, als könnte das jetzt klappen. Na komm. For Sylvania, with haste, all that breathes shall die. Ja, dann scheinen ja unsere anderen Einheiten da einen ganz guten Job zu machen. Ja, holen wir noch ein paar Zombies dazu. Ich hätte da niemals angreifen dürfen. Das ist so fatal immer, wenn man sich auf sowas einlässt. Weil irgendwo ist ja noch so ein dämlicher, irgendwo hat er ja noch so einen dämlichen Helden rumstehen, ne? Und der will ja nachher meinen Kommandanten noch irgendwie mal herausfordern, ne? Ja, jetzt verliest du schon Moral, ne? Ach, das ist so geknackt. Hast du es jetzt gleich? Okay, ah, super, da sind wir schon, ja. Da komme ich nicht hoch, ne? Vielleicht komme ich hier lang.
Ja, der kann sich nicht bewegen, ne? Er ist komplett gelähmt. Einmal hier nochmal die Einheit, hier läufst du hin. Dann bitte ganz schnell wieder zurück. Das ist halt der Turm, ne? Der Turm erschießt den Kommandanten, ne? Also das ist dieser Turm hier. Der snipert den Kommandanten halt jetzt weg, ne? Richtig ärgerlich sowas. Was wollt ihr denn mal? Jetzt kann ich ihn aber noch... Wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich ihn raus. Da ist nur noch eine Einheit vor ihm. Ist nur noch ein Ogre vor ihm. Und ihr lauft jetzt, ihr macht jetzt alle eine irgendeine Scheiße. Und wir laufen alle hinter den zwei Einheiten her und lassen jetzt den Kommandanten sterben. Ach du meine Güte. Sorry, das mache ich jetzt in der, das mache ich jetzt in der Pause. Also ich habe definitiv nicht allen Einheiten den Angriff. Komm, weiter. Oh, wie, du reitest rückwärts. So, jetzt hör mal auf hier. So, hier runter. Ja, da unten. Halt dich einmal selber, bitte. Hier geblieben. Was mit den anderen Einheiten passiert, interessiert hier im Endeffekt niemanden, ne? Hier hoch. Mhm. Ja, guck mal, cool, du brauchst noch mehr Türme. Ja, das sieht man es wieder, ne? Das ist der Turm, der den, den Kommandanten wegballert. Du musst den eigentlich die ganze Zeit bewegen, ne? Da, habt ihr das schon wieder, habt ihr das gesehen? Der hat schon wieder, hunderte Damage an dem Kommandanten angerichtet. Jetzt haben wir noch 10 Punkte. Okay. Oh, der hat keine hohe Reichweite, der Zauber. Nee, bist du safe nicht. Du bist nicht Eternal. Man sieht das ganz gut an diesem, Turm, der dich da gerade versucht, ins Jenseits zu befördern. Mann, das ist eigentlich ganz okay. Ja, Gnoppler sind keine Gegner hier. So, komm mal rüber da. Hier hoch. Naja, wir müssen jetzt da oben versuchen, die Plots, die Pulse einzunehmen. Ne? Kommen wir nochmal hier auf die Seite. Okay, das pausiere ich jetzt mal gerade, weil das ist ja doof. Na, guck mal, der will die immer in die erste Reihe zaubern. Da will ich auch noch schön meine eigenen Einheiten wegklatschen. Ne? Wir müssen auf den hier. Okay, ich glaube, das hat was gebracht. Und abheben. Gut. Da. Ja. Da. Angreifen, Attacke. Dahin. Da lang. Und hoch. Schalte du ihn auf. Du kommst wieder. Das ist okay, dann sind die halt weg. Yes.
Aber das mit diesen Türmen, die die Generäle wegkillen, das kennt ihr ja aus Three Kingdoms, ne? Das ist ja tatsächlich nichts Neues, ne? Sehr beliebt bei der KI. Und das ist so dämlich, sich hier um diese Türme kümmern zu müssen, ne? Weil eigentlich würde man in so einer Belagerung ja auch lieber noch ein paar andere Sachen machen, als nur diese Türme da wegzusnatchen. Moment mal. So, das zieht hier auch diese Gefechte halt einfach unnormal in die Länge, ne? Was haben wir da drüben? Ist da einer? Da ist keiner, ne? Hier hin aber schnell. So, wo ist der andere? Der nächste Spot ist hier unten. Das ist okay, Skelette können wir verlieren, das ist nicht schlimm. Tonight I feast. I obey. Das ist unsere Metze. Also der Typ hier, der hat's gerissen bisher, finde ich. So, wir holen die Fledermäuse zurück. Wir müssen, Der hier, der hat ultra viele. Alter, guck dir das an. Das ist ja so grob, ne? Das ist ja so grob. Wenn wir da durch sind, dann wird es einfacher. Aber der hat ja, die Hälfte der Türme sind ja einfach nur von dem Typen da hinten. Okay, krass. Also hier hin, bitte. Da jetzt so. Ja. Die verfolgen hier, bitte. So, und rauf. Und rauf, komm. Und wieder hier rüber. Dahin. Ja, mit dann. Mitmachen, mitmachen, mitmachen. Alter, was ist hier los, ey? Hört mal auf mit diesem Scheißgedimmel. Oh, sorry, ist Power. Jetzt aber schnell, komm. Okay. Ja, da löst sich jetzt alles. Oh, ja, danke. Über ein Army-Loss gewonnen, ne? Ja, es war ja auch anders kaum zu machen, oder? Es war ja auch anders kaum zu machen, ne? Uff, da. So, da sind wir wieder. Also tatsächlich, unser Flugfürst hat ja irgendwie nur 13 Kills oder so gemacht, was jetzt mal gar nicht so viel ist, aber ich glaube, der hat einfach viele Value-Kills gemacht, ne? Stufe 13, 2 Level-Up gab es dafür und den Dämmerstein, 15% physische Resistenz. Okay. Ja, wir besetzen das, ne? Plus 1 Kontrolle. Du hast ein Skelettpferd mit Rossharnisch bekommen. Das finde ich auch schon mal sehr gut. So, wir brauchen sowas hier zurück, ne? Wir haben noch ein bisschen Geld. Fass die mal zusammen. Hast du davon jetzt noch eine? Fass die noch zusammen und nimmst du den nochmal mit. Ja, wir hatten den auf Verwunden geskillt. Aber wie wäre es jetzt mit Kampftraining und Klingenmeister? Machen wir mal abwechselnd die Punkte hier. Und hier würde ich auch sagen, Mobilität steigern und blutige Klinge. F-
vernichtender Angriff, Angriffsbonus, Rüstung, Nahkampf, Abwehr, Blut, Durst, rüstungsdurchdringender Waffenschaden, sicherlich sehr cool. Nebelformation, Geschossresistenz für Todeswölfe, mehr Geschwindigkeit, auch cool. Brütende Schrecken, Unterhalt für Wahrgeist, -40%. Ja, also, da sind wir doch dabei. Und die Schützen könnte man natürlich auch noch nehmen. Wir könnten auch sagen, wir nehmen jetzt hier die sylvanischen Armbrustschützen. Viehhirte. Zusätzliche Anzahl plus 1 sylvanische Armbrustschützen. Physische Resistenz, passive Fähigkeit, Rettungszauberbereich. Wirkt sich auf Verbündete in Reichweite aus. Auch sehr cool. Da sind einfach sehr gute Sachen dabei. Beschwört ein Wargulf. Aber der kostet 12 Mana. Das ist recht teuer, ne? Der Wargulf ist teuer. Man könnte noch hier so einen Schmaus der Krähen nehmen. Das hätten wir gegen die Knobbler, kann man das ganz gut gebrauchen, wenn die halt keine guten Rüstungswerte haben. Aber wir nehmen nochmal. Nehmen wir den Resistenzwert. Nehmen wir den Resistenzwert. Wie viele sylvanische Armbrustschützen haben wir? 2 momentan. Ja, die füllen sich halt nicht so schnell auf. Wir könnten sagen, wir fassen mal so eine Einheit Zombies zusammen. Und dann holen wir uns jetzt mal so eine Einheit. Ich meine, das ist ja auch von dem Spiel gar nicht vorgesehen, dass man da so viele von den Burschen da spielt. Ne? Man soll gar nicht so viele von denen haben. Das ist Trash, okay. Den Glücksschädelhelm, okay. Wir quicksafen. My cruelty knows no limits. They will serve. Ja, Herr Leicheberg, was machen Sie denn da hinten? No escape plan. Everything dies. Who shall we destroy? Strike out. Ja, geh mal hier in den Hinterhalt. Stopp. Ja, geh noch ein Feld darüber. Ja, mach das so. Ich meine, so könnten wir ihn angreifen. Und das kann man dann ja immer noch überlegen, ob man das dann komplett durchziehen will mit den Zombies da, ne? Ja, Xiaoming. Wolle mehrere angreife. Yes. Gib dem mal die hier mit. Ganz makaber. So, wir brauchen. Die hier. Und die Armee wieder. Und dann können wir uns noch überlegen, ob wir nächste Runde angreifen. Das müssen wir jetzt noch nicht machen. Will ich dir irgendwelche, kann ich ihm irgendwelche Sachen mitgeben? Haben wir noch Artefakte? Jo, Kanalisierungsstab. Ja, das war's. Ne? Haben wir noch Unterstützung? Jo. Okay, gut. Gebäude bauen wir keine. Gebäude bauen wir nicht. Jo, er will angreifen.
Na dann.